So, willkommen. Moment. Ja, man hätte das vorher machen können. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, jetzt sind wir ready. Ja, und ich möchte die Gelegenheit nutzen. Keine Ahnung, ich fühle das jetzt. Ich hab Bock hier. Wir machen jetzt den Real Talk. Weil es geht. Es geht um die Situation hier unten in dieser Welt. So, und Moment, ich muss mich erst akklimatisieren. Ich muss jetzt hier erstmal in den Groove reinkommen. Ah, let's go. So, der Göttertrunk. Wart gemixt. Okay, whatever. Der Punkt ist. Was ist der Punkt? Worüber wollte ich jetzt elaborieren? Worüber wollte ich ragen? Es ist halt. Es ist diese Sache so. Man schaut irgendwann. Okay, man wird geboren in dieser Welt und shit. Und natürlich, man ist dann völliger Dulli am Anfang. Man kriegt nichts, man versteht ja nichts so. Und irgendwann ab 4, 5, I don't know, irgendwann tritt so das Bewusstsein so allmählich zutage. Und das geht dann im Laufe der Zeit dazu über, dass man sich endlich im Bewusstsein selbst erst als lebendig empfindet. So, und man erkennt das Physische dann als Last. So, es ist halt ein, ja, eine Bedingung. So, wie will ich hier sein ohne eine physische Präsenz? Ich denke, das wäre möglich, aber es ist nicht möglich in der Menschenwelt. So, ich bin in der Menschenwelt, also habe ich einen Menschenkörper. So, okay, lovely. Oh, that's great. So, man kann dies und das tun. Man kann ja alles Mögliche machen als Mensch. Und man ist in diese Gesellschaft integriert. Whatever that die ist. So, Moment. Ich mache noch Pizza. Ich muss hier. Moment. Ich habe vorgewärmt. Moment. Der Punkt ist. Oh, let's go. Entschuldigung, das war so nicht geplant, direkt. Natürlich habe ich Hunger. Also war es insofern schon voraussehbar, aber whatever. Okay, der Punkt ist. Was ist der Punkt? Worüber wollte ich jetzt? Ich meine, vielleicht spinne ich ja auch. Die Frage ist, ob oh fuck it, ich was zur Hölle machen wir eigentlich hier?
was zur Hölle machen wir eigentlich hier unten? Weißt du, wir marschieren. Ja, marschieren ist der falsche Ausdruck heutzutage, weil es ist ja alles on the let loose. So, jede Craziness ist erlaubt. Außer das, was man wirklich möchte, das ist natürlich verboten. Und es ist, wir sind in so einer Weimar-Szene, die irgendwie jetzt so im Trend ist. Es ist einfach, es ist, alles ist bedeutungslos geworden. Ich finde kein Gefallen an dem, was diese vermeintliche Zukunft. Ich meine, wir haben jetzt 2023. Das war im Jahre 2012 war 2023 noch Zukunftsmusik. Weißt du, was ich meine? Das war the future. So, und in den 90er Jahren war sogar noch dieses Mindset so, the future is wide open. But, as things unfold, es stellte sich raus, dass die Zukunft überhaupt nicht bright ist, sondern dieses gefakte 9-11 hat einfach alles verändert. So, es gibt eine Welt vor 9-11 und es gibt eine Welt nach 9-11. Und das hat mich damals so angepisst, weil das wurde von Tag 1 an. Also, okay, wir hatten dieses TV-Event. Allegedly Flugzeuge crashen in ein WTC, in ein World Trade Center und shit. Und bereits damals hat man dir dieses Narrativ verklickert, so, everything has changed, so, die Welt wird niemals wieder so sein, wie sie war, so, alles hat sich jetzt verändert, es gab ein Vor- und Danach 9-11, das war das Narrativ, so, es wurde einem quasi im, als Begleitung zu diesem Ereignis, wurde einem dieses Narrativ gefüttert, so, und ja, und jetzt sehen wir, ich meine, 20 Jahre später sehen wir jetzt, wie all das sich entfaltet hat. Und man darf das feststellen. Tatsächlich, es stimmt. Es gab eine Welt vor und eine Welt nach 9-11, die sich völlig verändert hat. Aber das hat nichts mit diesem bekackten, inszenierten Schauspiel zu tun. Sondern das ist halt, ich meine, das zeigt uns, dass die Realität, in der wir leben, einfach ein präsentiertes Schauspiel ist. So, das war gewisser Art ein Katalysator, um, ja, the New World Order zu introducen. Weil, ich meine, schau dir diese Wokeness und diesen ganzen, ich meine, was hat sich alles verändert? Es ist doch alles bescheuert geworden. Es ist doch alles bescheuert geworden und nichts ist mehr wirklich von Wert. Alles ist aufgelöst in irgendeiner Globo-Homo. Wir haben uns alle lieb. Fantasie. Alles ist aufgelöst in so einer. In seinem bescheuerten Non-State of Being. It's crazy. Also, okay. Moment. Der Punkt ist, worüber ich eigentlich reden wollte. Moment, wir machen kurz, wir machen kurz eine Pause. Moment, schnell. So, und ich hoffe, du verzeihst, dass ich parallel jetzt eine Pizza verspeise. Aber ich versuche das hier etwas diskret
zu bewerkstelligen. Aber ich habe es jetzt gefühlt. Ich dachte, komm, let's go. Wir machen jetzt mal wieder ein Video. Und ich talk den Talk. Weißt du? Weil, nein, Entschuldigung, das kann. Ich kann jetzt nicht ernsthaft eine Pizza essen und ein Video dazu machen. Ja, es muss jetzt irgendwie funktionieren, weil die Pizza bleibt nicht immer warm. Okay, whatever. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, it's the juice. Free talk, it's the juice. The bottom of the pit, it's the juice. Ja. Und ja, ich wollte eigentlich ranten so. Weil, schau, mich irritiert dieser Umstand, dass Politik, ich habe irgendwann festgestellt, dass Politik, also ich rede jetzt hier, ich rede als Mountain Jew, ich rede als Schweizer, über Schweizer Politik so. Aber ich denke, das ist eine internationale Kiste. Ich habe festgestellt, dass eine Regierung, so eine Bundesregierung, ich möchte den Bund unterstreichen mit Israel, dass eine Bundesregierung nicht agiert, sondern immer nur reagiert. So, irgendein seltsames, unfassbares Weltgeschehen passiert und dann reagiert die Regierung darauf. So, deshalb machen wir nun dies und das und jenes und das ist jetzt auch verboten. Was ist das für eine Politik? Das ist eine Bundespolitik, if you know what I mean. Das ist Bundespolitik. Man reagiert darauf, was der Grandmaster gerade für eine Storyline spielt. Zum Beispiel 9/11. Und die Bundesregierungen, hier Österreich, Schweiz, Deutschland, die reagieren dann entsprechend. So, und man will ja die Storyline nicht destroy, Entschuldigung, ich esse Pizza, sondern man will ja dieses Spiel, also man muss dieses Spiel mitspielen, weil man ist ja ein Bundesstaat, wie auch die USA. Man gehört ja hier zum Bund der Guten und Gerechten. Shalom. Kapern. Ich liebe Kapern. Spicy und sauer. Diese Kombination. Hier, ich esse eine Pizza. Diavolo. Ich bin jetzt nicht sicher. Aber ja, so höllenscharf halt. Und das gespeist mit Kapern ist. Wie Gust. Moment.
Was meinst du? Gibt es irgendwie ein großes Ziel, worauf wir hin marschieren sollten? Gibt es ein großes Ziel, dass wir, whatever that is, erreichen sollten? So, ich meine, was soll das überhaupt? Was ist die Idee menschlicher Präsenz? Weil, wenn wir vom Menschen reden, dann reden wir nicht von irgendeinem Tier. Wir reden nicht von irgendeinem einer Pflanze. Wir reden nicht von Gestein, sondern wir reden vom Menschen. So, der Mensch ist, wie man das ausdrückt, das Innere des Menschen ist mehr als sein Äußeres. So, und das kann man im Fall der Tiere und im Fall der Pflanzen und im Falle des Erdreichs sowieso nicht behaupten, weil im Tierreich, im Pflanzenreich, im Erdreich, da überwiegt die Materie, aber im menschlichen Dasein ist das Überwiegende ist eben die geistige Präsenz, das seelische Dasein. Und ich meine, die Frage muss erlaubt sein, so, warum sind wir eigentlich hier? Was soll unsere Präsenz hier unten? Und ich kann verdammt nochmal eine Politik nicht ernst nehmen, die sich nicht mit dieser Frage zentral beschäftigt. Es kann doch nicht sein, dass alle Regierungen so, oh, wir sind so viele Länder, ja, ihr seid alles Israel-Freunde, ihr seid alles Juden. Lecker. Ihr seid alles. Ihr seid alle. Es kann doch nicht sein. Okay, jetzt wollte ich sagen, es kann doch nicht sein, dass eine Nation einfach ihren eigenen Weg geht. So. Und dann dachte ich an Nordkorea. Schau, look at it. Look at it. Schau, wie Nordkorea gebasht wird. Warum eigentlich? Warum darf Nordkorea nicht einfach sein Ding machen? Warum darf Nordkorea nicht entscheiden, dass Rothschild nicht zu suchen hat in Nordkorea? Warum darf Nordkorea das nicht einfach entscheiden für sich? Sagt eins ja, oh, du wirst lächerlich gemacht in der ganzen Welt. Aber man kennt das ja. Man kennt das. Das ist üblich. Aber schau, der Punkt ist, was mich irritiert ist, Wir haben diese komische Blockbildung. Wir haben die Regierungen des Westens. Was zur Hölle soll das bedeuten? Was zur Hölle? Gibt es einen Gott des Westens oder sowas? Und dem sind wir zugeneigt? Ja? Ist das vielleicht die USA? Ja? What the fuck denn? Ich meine, überleg dir das doch mal realistisch. Ich stelle es in den Raum. Wir haben 190 verschiedene Länder. Wir haben 190, die Zahl stimmt nicht, aber jetzt einfach das Bild. Wir haben 190 verschiedene Länder. Wir haben 190 verschiedene Regierungen. So, wir haben einen Potentaten in jedem dieser Staaten. Und der kann doch entscheiden, so, ich gehe jetzt hier, ich gehe nach da, Ich konzentriere mich auf dies, ich fokussiere auf das. Aber das geschieht nicht. Es geschieht nicht. Die Nationen begeben sich alle in die gleiche Richtung. Und was ist das für eine Richtung? Wer gibt diese Richtung vor? Verstehst du das? Ich hab ein grundsätzliches Problem mit... Ja, womit eigentlich? Vermutlich mit der Organisation hier unten. Und das sind wir bereits an einem Punkt, wenn wir von einer Organisation hier unten reden. Da muss man doch das determinieren können. So. Wer organisiert dann all das? Wer organisiert
die Marschrichtung der Nation. So, und dann haben wir dieses, eben, dann haben wir dieses geflügelte Wort so, der Westen. So, was heißt das, der Westen? Moment, ich möchte kurz essen, ich mach. Aus pietätischen Gründen. Ich mach kurz Pause, Moment. Okay, so, ich habe fertig gespiesen. Mit weiteren Interferenzen ist nicht zu rechnen. Ich bin jetzt straight focused on the way. Ich liebe Jesus. Ja, yeah, es stated. Ich liebe Jesus über alles in der Welt. Das ist mein Glück. Das ist mein Frohsinn. Das ist mein... ja, mein Fundament. So, ich kann wirklich, ich kann wahren Herzens sagen, ich baue auf Jesus. Er ist das Fundament meines Frohsinns. Weil in Anbetracht dieser Welt könnte ich nur, jetzt im Comic ausgedrückt, ich würde nur heulen. Es ist alles schrecklich. Es ist katastrophal. Es ist, wo man auch hingeht, wo man auch hin sieht, es ist alles scheiße. Es ist alles pervers. Es ist alles absurd. Es ist entartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat er jetzt nicht gesagt. Doch. Es ist entartet. Diese Welt, die wir... was zur Hölle ist diese Welt? Was soll dieser Scheiß? I don't get it. Wir sind doch lauter. Ich meine, wir sind doch. Ich meine, keep it real. Ich bin Bewusstsein. Du bist Bewusstsein. Jeder Mensch, der kein NPC ist, und ich bin ein Fan dieser ganzen NPC-Idee, weil das erklärt vieles und ich. Ich glaube, es gibt wirklich NPCs, das ist nicht nur ein Meme. Und ich glaube ebenso, es sind immer genau gleich viele Seelen hier unten auf Erden, weil eine gewisse Anzahl von Seelen erschaffen wurde. NPCs are real? Und. Whatever. Moment, ich muss mich kurz sammeln. Und eigentlich unter normalen Umständen würde ich so ein Video nicht hochladen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl. Ich fühle es jetzt. Jazz. Ich fühle es jetzt. Ich glaube, dass diesem Video hier eine Realness inhärent ist. Schauspiel hier. Nein, es ist ja kein Schauspiel. Es ist Real Talk. Es ist der Versuch, den Real zu talken. So, die Reality zu talken. Es ist ein Versuch. Und ich glaube, dass dem ein gewisser Charme inhärent ist. Ich glaube, dass das ein Video sein kann, das man sich geben kann, das man sich anhört, weil I don't know. Ich will nur den Talk. Moment, ich muss mich kurz sammeln. Moment. Okay. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gesammelt. Ich hege seit jeher ein Struggle. Ich stolpere. Ich fühle mich nicht wohl. In dieser Idee, wie diese Welt, whatever that is, organisiert wird. Ich fühle das nicht. Ich fühle das nicht.
Weil ich habe diese wilde Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind. Ich habe diese wilde Vorstellung, dass jeder Mensch eine Seele ist. Lass es mich präzisieren. Der Mensch ist ja nur ein... Schau, hier hast du Karl Cox an den Turntables. Das ist ja nur eine Hülle. Das ist ein äußeres... es ist ein Avatar gewisser Art. Aber derjenige, der jetzt zu dir redet, derjenige wohnt auch in so einem Avatar. So, ich habe meinen Körper, ich bin ein Mensch, ich habe irgendeinen Namen, schicksalshaft übertragen bekommen. Ich habe irgendeine Nationalität schicksalshaft übertragen bekommen. Aber das ist doch nicht, was ich bin. Das ist allenfalls das, was mich geformt hat. Man wird geprägt, so, weil halt irgendein Narrativ in dieser Außenwelt existiert. Aber ich bin jetzt nicht in der Außenwelt, sondern ich rede jetzt vom tatsächlichen Dasein. Wir sind doch alles wir. Jetzt sage ich schon wir. Fuck that wir. Es geht um das Ich. So, weil jeder ist ich. Jeder ist ein Ich. So. Und wir sind doch, wie soll ich das ausdrücken? Unsere Lebendigkeit wird doch nicht daraus gespeist, dass wir irgendwie hier einen physischen Körper oder sowas haben. Dass wir hier Wasser trinken und Nahrung zu uns nehmen. Das hat doch nichts mit der Lebendigkeit zu tun. Die Lebendigkeit merkst du am Morgen, wenn du aufwachst im Bett und du kommst zu dir und oh, let's go. So, das bist du. Und besonders das in den Träumen, das bist du. Das ist the real you. So. Und dann hast du halt, ja, und dann schiebst du, bringst du deinen physischen Körper in Bewegung, du schiebst dich vor den Spiegel, du versuchst dich irgendwie mit Bürste und Shit hier irgendwie annehmbar attraktiv zu gestalten, so, dass man, ja, dass der dritte Mann das Gefühl haben soll, dass man selbst irgendwie hier seriös und pflichtbewusst ist und ein guter Mensch ist. Und Gott, I'm so sick of this. Fuck, diese Welt ist so verlogen. Ich sag, diese Welt, also wirklich, wenn du das durchdenkst, so die Organisation, die ganze Präsentation, man ist ja involviert in diesen ganzen Bullshit. Das ist eine Lügenwelt. So ist, derjenige muss wirklich blind sein. Derjenige muss blind sein, der nicht erkennt, dass der Herr über diese Welt der Satan ist. Die Lüge selbst. Alles in dieser Welt ist verlogen. Es ist ein Schauspiel. Es ist eine Präsentation nach außen. Und ich bin nicht down mit diesem Shit. Ich bin zu... wie will man das nennen? Ich bin zu spirituell für diesen irdisch-materiellen Bullshit. So, und ich bin aware genug, um hinter die Fassade dieses Lügenreichs zu schauen. Und ich erkenne den Satan und ich erkenne die Juden als seine Kinder. Und sie fabrizieren diese Welt, as we call it, whatever that is, wir haben imaginäre Vorstellungen davon, worin wir uns hier unten befinden. So, the blue marble, hashtag. Fuck all these Jews, fuck all these lies, fuck Satan. I'm goddamn angry. Wirklich, ich hasse diesen Ort hier und ich hasse ihn. Und ich habe großes Bedauern für all diese Seelen, wie will man diese Seelen erlösen, die so
wie eingebacken sind in diese Scheißwelt, die sich selbst irgendwie verorten im Rahmen der Dimension dieser Welt. Ich weil es ist, vielleicht bin ich da auch, man weiß es ja nicht. Man schließt ja letztlich, man schließt da doch immer von sich auf andere, nicht? Ich meine, was will man sonst tun? Man agiert ja von seiner eigenen Basis heraus und man hofft halt irgendwie so auf eine gewisse Resonanz zu stoßen und das ist schon interessant, also diese Resonanz, weil man trifft doch immer wieder auf Menschen, so man hat ja im, ich bin jetzt nicht so der gesellige Typ, ich bin jetzt nicht hier der Lokalgänger und shit, aber im Berufsalltag und so, man trifft ja immer wieder auf Leute und in dieser ganzen Auswahl, dann gibt es einige Leute, mit denen irgendwie man fühlt es, man versteht sich besser und so. Und ich finde das interessant, so, dass ja, Gleiches gesellt sich gern so. Also das Gleiche findet sich, weißt du? Also das ist schon, das ist so ein Ding, so, dass sich das Gleiche nahe ist. Und das gleichsam das Fremde. Ja. Aber whatever. Moment. Worüber wollte ich jetzt? Moment. Kurze Pause hier. Wir gehen in die Werbung. So, okay. Das ist das wildeste Video. Also Real Talk. Ich habe jetzt das Gefühl. Weil ich habe mir. Ich muss jetzt das vielleicht. Als Zusatzinformation erwähnt. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit, weil ich habe ja kurz eine Pause gemacht, so, und dann haben wir Zigarette gedreht, so, ich brauche schon wieder eine neue, weil ich liebe Tabak, ich bin wirklich Genussraucher und sollte das Meme der Wahrheit entsprechen, so, dass man als Raucher früher stirbt, so. Ich liebe Tabak so sehr, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, Real Talk. Weil, aber das ist natürlich auch basiert eben wieder auf Christus. Weil, schau, ich könnte, wie soll ich sagen, ich könnte jetzt, jetzt sofort, ich könnte tot umfallen. Und ich würde nichts bedauern im Sinne von Missed Opportunity. So, ich hätte nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. So, weil ich habe irgendwann erkannt, dass es halt alles nur eitles Schauspiel ist hier unten so. Und dass du Excitement ist großartig, aber auch das läuft sich tot. Ich habe das mit LSD festgestellt, weil LSD ist wirklich, also nimm LSD wirklich, wenn du die Gelegenheit hast, falls du noch niemals LSD gehabt hast, nimm LSD, erfahre LSD so. Und aber ich hab's halt, ja, wie es meiner Natur entspricht, ich hab's halt übertrieben. Ich hab 2-3 Jahre lang quasi nonstop LSD konsumiert. Also ungelogen, ich war immer drauf, mal mehr, mal weniger, aber ich war immer auf LSD, weil das hat mich so beflügelt. LSD gibt ja diesen, und auch Pilze zum Beispiel hier, Hawaii, Mexiko, man kennt, so, it gives you a glimpse. So, you get a glimpse, ist das richtig ausgesprochen? Ich meine, du kannst sowas erhaschen mit diesem psychedelischen Drogen, du kannst was erhaschen von der Welt, die von der eigentlichen Reality, weil ich habe diese Raster gesehen und wie der Himmel organisiert ist und all das und
Auf LSD verstehst du all das, aber wenn man das ins Tagesbewusstsein dann übersetzen will, dann struggelt man ein wenig, aber der Punkt ist, es wird einfach es bestärkt natürlich eine ohnehin schon daseinende Distanz, die man in sich hegt gegenüber dieser Hashtag Gänsefüßchen. Nein, AirTag. AirTag? Nennt man das so? AirTag? Nein, Air sein? Ich bin nicht sicher. Aber hier, Hashtag Außenwelt. So. Was mich zur eigentlichen Frage zurückbringt. So, wer organisiert diesen ganzen Zirkus? Weil, wie gesagt, die Nation marschiert in eine gewisse Richtung. Der Bund marschiert in eine gewisse Richtung. Das nennt man dann unter anderem den Westen in den Medien. So, und natürlich brauchst du dann einen Gegenpol. Und das ist im Moment Russland. So, der Jude hat entschieden, dass Russland jetzt den Gegenpol spielen soll zum anderen Judenspielball der Ukraine. So, und daran haben wir jetzt, wir haben diese klare Trennung, was ja schon weird ist, weil eigentlich schien diese diese kalte Kriegphase schien eigentlich überwunden. So, die Sowjetunion ist implodiert, könnte man sagen. Irgendwelche klugen Juden haben da eine Menge Geld gemacht. In der Phase des Rebuilds von Russland. Und es wäre doch wunderschön, wenn Deutschland und Russland eine Allianz bilden würden, wenn Deutschland und Russland sich ergänzen würden, weil das gäbe ein großartiges Europa für alle Völker hier, aber die USA wollen das nicht. Und wir haben die USA, die Nord Stream 2 gesprengt haben, und wir haben die USA, die Russland von Europa trennen wollen. Und wir haben natürlich einen Judenfreund im Kreml, im Putin. Ich meine, aber das ist jetzt keine, hier, oh, Putin ist ein Judenfreund. They're all are Judenfreunde. Weil sonst bist du gar nicht in diesem Amt. So, du musst mit dem Bund spielen. Wenn du nicht nach dem Bund spielst, dann hast du ausgespielt. Dann wirst du, ersetzt. Womit wir wieder bei dieser verdammten Marschrichtung wären, respektive der Frage, wer bestimmt denn die Marschrichtung? Weil, schau, du hast 9-11, okay, und ich glaube 9-11 2001, das war für sehr viele so eine Art Weckruf, also zumindest für mich war es das, und es hat mich auch in einer Phase getroffen. Dieses Ereignis, ich war damals, ich hatte, jeder weiß, wo er damals war. Ich war damals da mit meiner lieben Freundin Pia, war ich da, mittlerweile ist das ja de passant, aber damals, wir waren in einem Hotelzimmer irgendwo in den Bergen, ich weiß es nicht mehr. Ich war irgendwo ums Jungfraujoch rum. In einem Dorf. And then it happened so. Und ich habe das live mitverfolgt. Auf einem Röhrenfernseher. In die 32 Zoll oder so. Der da im Zimmer stand. Auf einem Holzbett. Wie ein Bauer bin ich da gelegen. So. Und ja. Und das war, worauf wollte ich, richtig, wir hatten dieses Ereignis, okay, wir hatten dieses 9-11,
So, and it was, that was so big. Ich glaube, man kann das kaum rüberbringen, wie big, wie groß diese 9-11-Geschichte war, wenn man sie nicht eins zu eins miterlebt hat. Weil, ich meine, alle, das hat alles, die TV-Kanäle, alle haben auf 9-11 geschaut. Das, die Kommentare danach ist, oh mein Gott, das war so wie ein, wie nennt man das, so metronomisch, das, wie so ein Trigger, ein, wir nailen jetzt das Weltgeschehen auf dieses 9-11 fest. Und ab 9-11, ja, was folgte? Da war The War on Terror. Which is a war that could never be won. Oh, crazy. Wow, is that war? Das ist doch, das ist 1984-Style. Wir sind immer im Krieg. So, oh man, Moment, ich muss mich kurz, ich will dieses Video hier zu einem Ende bringen, damit ich es hochladen kann. Und deswegen muss ich jetzt in meiner Vorstellung zu irgendeiner Konklusion kommen. Und ich versuche das jetzt zusammenzufassen und mache darum nochmal kurz eine Pause. Moment. Okay, letzter Take hier. Weil ich will, wie gesagt, ich will hier jetzt zu einer Art von Konklusion gelangen, weil ich Dinge abschließen will und ich möchte dieses Video ja auch hochladen, also muss ich das formatieren. Also der Punkt ist, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist die große Frage, die ich mir nicht erklären kann. Also doch, natürlich, it's the Jews. Aber also die Sache ist, wer gibt die Richtung vor? It's the Jews. Wer gibt die Richtung vor, in die sich die Nation bewegen, der Westen. Wer gibt die Richtung vor, in die sich der Westen bewegt? Weil wir haben ja diese Einheitsmeinung so. Also, als aktuelles Beispiel, du musst irgendwie für die Ukraine sein, weil das ist das ist die Mentalität, das ist die Marschrichtung, das ist das Mindset des guten Menschen. Bist du ein guter Mensch? So, dann bist du für die Ukraine. So, das ist ja jetzt aktuell bezogen auf die Situation. Aber ich meine grundsätzlich, ich frage mich, warum gehen, in welche Richtung gehen wir? Das ist die eigentliche Frage. In welche Richtung bewegen wir uns? Und am I wrong? Wir marschieren straight auf Babylon. Wir sind bereits Babylon. Am I wrong? Am I wrong? Und was? Und was? Und was? Ich muss jetzt hier irgendwie eine kluge Konklusion. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht notwendig. Ich glaube, ich habe in dem, was ich bereits getalkt habe, genug Sicht rübergebracht, um irgendwie so, ja, was rüberbringen zu können. Oh mein Gott. Das schlechteste Finale ever. Wie Evangelion, der vierte Teil.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja auch sowas. Ja, wir haben das in hier. Alten Videos. You know all that. Ja, Entschuldigung, ich kann zu keiner befriedigenden Konklusion gelangen, die unsere Misere hier unten in Worte fasst und allfällige Optionen auf eine Zukunft versucht auszumalen, darzustellen. Ich vermute, ich verfüge ich nicht über die notwendige Kapazität, um das darzustellen. Zumindest nicht im Moment, weil ich bin, obviously, ich habe schon ein Wodka getrunken. Nicht eine Flasche, aber hier schon genug. Ich denke, man hört das auch. Aber whatever, ich meine, das ändert ja nichts an der eigentlichen Message. Und ich glaube, ich habe die Message rüberbringen können. So, stay true, stay metal, forevermore. ja, ich denke doch. Nein, das ist unbefriedigend. Es ist unbefriedigend, weil wir sprachen darüber, in welche Richtung sich Nationen bewegen, in welche Richtung sich der Bund bewegt. Und it's the juice. Okay, Punkt. Video aus. Fertig. It's the juice. Ciao, bis bald.